ein verrückter Professor will das Internet löschen und die Welt ins Chaos stürzen? Drauf geschissen, ich hab Urlaub. Aloha, hey Freunde, heute mal wieder ein kleiner Roadtrip-Bericht. Und zwar, Windows Phone hat uns eingeladen, danke dafür, auf einem echten Schloss im weit entfernten Besenstedt. Stellt euch jetzt am besten einfach diese Atombomben-Teststadt aus The Hills Have Eyes vor. Das ist Besenstedt. Geheimen und merkwürdigen Ereignissen auf den Grund zu gehen. Und wie euch der Lack- und Leder-Fledermann aus dem Vorintro bereits verraten hat, geht es dabei um die Rettung des Internets. Hier für euch einige exklusive geheime Archivaufnahmen. There is a professor called Balduin Jodocus Ferdinand. Started an upload of a virus called Michelangelo. We think it will destroy the internet today. Genau so war das. Wir bekamen also unsere Pläne und bildeten unsere Teams. Und dann stürmten wir los, um im Schloss nach allen Buchstaben zu suchen, die uns helfen, den rettenden Code zu entschlüsseln. Und das möglichst als erstes Team. Es ging also um Ruhm und Ehre und darum, Erster zu sein und das Internet zu retten. Und den Weltfrieden. So, ich wollte den Code entschlüsseln, die Buchstaben finden. Ich wollte sie alle finden. Ich kannte die Gefahr. Ich wollte der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Was? Nein, das ist nicht aus irgendeiner japanischen Erfolgsserie. Ja, das ist mir alleine eingefallen. Hier, mir. Und außerdem hasse ich es zu verlieren. Bevor wir uns allerdings wirklich auf die Suche gemacht haben, musste noch eine Sache erledigt werden. Wir befinden uns hier also auf Schloss Besenstedt. Und was macht man als ganzer Kerl, wenn man auf einem Schloss, Schrägstrich, Burg, Schrägstrich, Ruine ist? Jetzt aber los! Habt ihr was gefunden? Müssen wir irgendwas scannen? Guck mal, hier ist Blaulichtgedöns. Jetzt guckt euch mal die Wände an. Da ist ein Tee. Tee. Ist hier auch Tee? Tee. Ich glaube, es geht nur um das Tee. Dann müssen wir das vor den Wänden. That's why he don't like people. Okay. What's that? What's that? What is that? Whoa, he's a friend of mine. He's a friend of mine. 2, 1 und los. Okay, es sieht so aus. Wir werden hier durch die Gegend gehetzt. Wir haben eine Art Schnitzeljagd am Laufen. Es ist ein Riesenareal rund um dieses Schloss. Und ich weiß, dass die Gruppe von Steve und Frodo weiter ist als wir. Und ich bin ein verdammt schlechter Verlierer. Und das heißt, ich werde mir jetzt die Infos holen, die unserer Gruppe noch fehlen. Aber, psch. Okay, pass auf. Ich knall jetzt einfach bei dir ab und wir nehmen uns alle Infos, die wir haben. Okay. Was war das für eine Scheiße? Das hat gar nicht funktioniert. Ja, Mann, das war die falsche Munition. Sekunde. Ah, die gute Uran. Uran geht immer. Boah, ich meine, gut, das war jetzt nicht ganz fair, was wir gemacht haben, aber ich sag mal so. Tot. Was ja, soll man sagen? Gewonnen ist gewonnen, sollte man sagen. Ja, wer hat gewonnen? Na? Ich hab gewonnen. Ja, und für die Moralapostel unter euch, die mir jetzt mit Fairness kommen, LeFloid ist beste Lauch. So, wenn ihr mehr Infos zu den Windows Phone Events haben wollt oder selber mal zu einem Windows Phone Event eingeladen werden wollt, dann checkt den Facebook-Link. Bis dahin einen traumhaften Tag noch. Für mehr Behind the Scenes und die ganze Anreise nach Besenstedt, wie wir mit unserem Bus fast ertrunken wären und was es mit der Lost Bern Story auf sich hat, glückst du einfach hier? Ich sag Cheerio, bis bald, ich freue mich auf euch.